Judith Williams, Pleite-Drama. Jetzt wird's eng. Es ist ein echtes Fiasko, das Judith Williams gerade mit ansehen muss. Ein Pleite-Drama und Insolvenzschock sorgen bei der Höhle der Löwen-Investorin für große Sorge. Allein der Gedanke, sich finanziell zu wertzocken, sodass große Pläne den Bach runtergehen, lässt Top-Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams erschaudern. Nun muss sie mit ansehen, wie der Mann an ihrer Seite ein Insolvenzverfahren einleiten musste. Ein bitteres Pleite-Drama. Judith Williams, große Sorge um Kollegen Georg Koffler. Die Rede ist nicht von Göttergatte Alexander Klaus Stecher, sondern von ihrem guten Fernsehkollegen Georg Koffler. Von 2017 bis 2022 saßen Judith und der italienische Manager als Juroren Seite an Seite in der angesagten Gründershow Die Höhle der Löwen. Die 14. Staffel folgt im Herbst auf Vox. Immer auf der Suche nach tollen Geschäftsideen. Allerdings musste Georg Koffler jetzt feststellen, dass seine Idee eines Start-ups mächtig in die Hose ging. Der vielversprechende TV-Deal Social Chain, in den Koffler als Hauptaktionär zusammen mit Kaufhauskönig Ralf Dümmel investierte, ist geplatzt. Das Online-Handelsunternehmen musste Insolvenz anmelden. Puh, nicht nur für die beiden Geschäftsmänner ein Schock, sondern auch für Powerfrau Judith. Als Firmeninhaberin einer Kosmetiklinie weiß sie, wie schnell es finanziell hoch und runter gehen kann. Und, als Unternehmer hast du eine Verantwortung für Mitarbeiter, betonte sie laut Das Neue. Trotz der Anteilnahme ist Judith am Ende aber froh, dass ihr solch ein Schicksal bislang erspart blieb.